Gut, wir machen jetzt einen Abendspaziergang. So schaut es da aus, wenn sie Fußball spielen. Auf der Acht, weil es nicht so heiß ist. Sind die kleinen Burschen, sind die das jetzt sicher? Kann man natürlich klären, wo wir Geld haben, nicht? Aber eins nach dem anderen. Na ja, weiter geht's, wenn du das Auto waschen lassen müsst. Kein Problem. Gibt so viele Ecken, ganz um Nüsse. So, da, Alter. Bisschen dreckig da. Also, Recycling und Mülltrennung ist da nichts, gell? Also, naja. Kippst das hinter das Haus und irgendeiner braucht schon was. Naja, weiter geht's. Das sind quasi die Straßen, in denen du alles kriegst. Also, definitiv alles. Von Motorradreparatur über Schuhe gewandt, Gemüse, Trinkwasser, was zum Saufen, Friseur, eh logisch, ne? So schaut das aus da. Ja, ja, ne? Ah, vorsichtig sein, gell? HIV ist das schon Thema. Aufpassen. Also, wenn du irgendwas kochen willst, brauchst du Gas. Das gibt es allerdings da. In Flaschen. Und du kaufst in Flasche. Gell? 20, 50, 100 Liter Wurst. Da gibt es alles in der Gitter. Ja, ja. Die anderen sitzen drin, alle in der Gitter. Na ja, weil sie wegen Stöhl und so. Ne? Und Elektronik, da siehst du es alles. Ne? So, so die Gasflaschen. Die haben's Damen. Da kann man jetzt vorbeigehen. Ne? Ja, okay. Da kann man jetzt vorbeigehen. Muss was geben, klar. Ne? Jetzt schaut sich die Kamera im Aus. Also zum Unterschied von uns gibt es hier keine Ladenöffnungszeiten. Diese. Alles gut, ja. Diese strammen Herren, das ist quasi die Taxi da. Diese Taxi. Und die machen jetzt so quasi ein Geschäft auf Tocht, weil es gibt ja keine öffentlichen Verkehrsmittel. Gell? So, und jetzt spielen wir gleich in die Hauptstraße. Merkt man noch am Lärmpegel. Es wird ein bisschen lauter. Ah, der Inspektor, schau, so schaut das da aus. Ne? Ja? Also, kümmert sich quasi um nichts. Spielt sich am Telefon. Und so ist dann da hier die Hauptstraße. Ja? Also, so schaut es da aus. Da geht es zu, mein Freund. So. Ja, der wichtigste Dresden natürlich fürs Einkaufen. Ne? Lebensmittel, aber die kaufe ich ehrlich gesagt lieber bei den ganzen Leuten auf der Straße. Sie sehen, da gibt es über Äpfel und so. Ja. Auf der anderen Seite gibt es Gemüse. Überall kannst du da was kaufen, verstehst du? Herrlich. Ja, da werden wir jetzt einen kleinen Querschuss machen mit der anderen Kamera. Achtung! Das Lille ist der Matatu, gell? Also das ist der Bus, mit dem im Prinzip alle fahren. Also nicht der Bus, sondern einer von tausenden Busse. Ah. Da drüben kriegst du ein Beet, also nicht eins, sondern mehrere, da kannst du herrichten. Da musst du immer aufpassen, dass die Leute nicht über den Schädel fahren mit diesen Rallen da, gell? Höhen braucht keiner, da ist eh warm genug. Mann, es ist jetzt auf der 8 oder immer 29 Grad. Na gut, angehaut wirst du überall. Ja. Musst du ein paar Händel mitnehmen, wenn du willst. Ich meine, ich muss dann selber, aber kannst du es auch vom Eierlegen nehmen. Das ist kein Problem. So, da vielleicht nochmal eine gemütlichere Hinterhofschicht da. Also, kriegst du alles. Aber ich werde mich jetzt in die nächste Quergasse, in die Weiße Meile reinhauen und mir ein Bierzel genehmigen. Also, da habe ich alles über die Straßen. Alles! Lass, schau das an. Das ist ein Traum wie am Gürtel, oder? Denkst du, einzuspurig, gell? Die Leute sind freundlich, da schon her. Er ist ein ganz netter. Also, der Name hat jetzt mit nach, weiß ich nicht, nach Europa oder in Wurst, ja, verstehst? Ich bin so ein leibender Typ, schau, ist nicht ehrlich. Mit einem Rall. Also, und im Sommer haben sie auch so einen Schirm stecken, das ist der Schirm da, weißt du, der ist ja obergeil, gell, okay? Das ist ein Traum. Reparieren sie gleich das Motorrad auf den Straßen.
Ölwechsel, Zündkerzen, also das kommt im Prinzip alles auf die Straßen. Das ist ja nicht so mit der Umwelt, ist das da nicht so, gell? Das sind die Busse. Und ein kleiner Rubi. Also, die wollte das gerne gesagt. Keine Klimaanlage. Also, boah, ja. Sehenswert. Da verkaufen lauter Kreiern. Man hat keine Ahnung, was das ist, aber vielleicht fährt das ein bisschen, ich weiß es nicht. Und hier beginnt die Weiße Meile. Na gut, sagen wir, der Kiewerer ist ja auf verlorenen Posten. Ja, ja. Den kratzt da keiner. Deswegen gehen wir lieber on to the White Mile. Na gut, das ist ein Schuhgeschäft. So Wühlkörbe, soweit das Auge reicht. Brauchst du aber nicht glauben, dass das neue sind. Die sind Secondhand, gell? Da fahren wir sie, gell? Hinter Gitter. Ja, wer weiß nicht, ich hab die Leute irgendwo was mitgelassen, gell? Die sind ein bisschen gescheiter als wir, ne? Bei uns ist gleich eine Freiheitsbeschränkung, wenn du irgendwas hinter Gitter verkaufst. So. Zum Unterschied zu uns kriegst du oft Nacht auch noch frisches Obst und Gemüse auf der Straße. Also quasi um Nüsse. Geht schon. So. Dann da geht's weiter, schau her. Da gibt's lauter Geschäfteln, einfach ein Traum her. So, also wenn du da noch eine schöne Nacht mehr willst, so funktioniert das da, gell? Wieder ein bisschen gewackelt und geht schon. Und das ist jetzt sehenswert. Hier haben wir das Swiss Cottage Hotel. Keine Ahnung, ob da irgendein Neger quasi was, wo die Schweiz ist, aber ist so, ja? Geht schon. So schaut das da aus, wenn du da was nadeln lassen willst. Ich habe mir zum Beispiel die Hosen reparieren lassen, ja? Muss ja noch keiner erfahren, dass du die Hosen reparieren lässt. So, wenn du dich schön machen willst, also als Frau meine ich, alles da. Das Ganze geht natürlich erst mal an, ne? Also, klar. Und jetzt wird es ganz gefährlich. Das ist nämlich quasi der harte Kern der White Mile, ja? Dort, wo die ganzen alten weißen Schneebrunzer sitzen, ja? Sie die Bier reinhauen und schauen, ob sie sich irgendwelche schwarzen Weiber anfressen können. Ja? Eigentlich so erschütternd. Ah, siehst du eh, nicht? Da sitzen sich die Biefke und schauen Fernsehen und warnen sie ins Hemd, weil sie immer dabei sind. Und wenn du glaubst, dass in China nichts Heimisches gibt, dann gib dir das bitte. Ja? Ist das jetzt einmal brechen? Wiener Schnitzel in China. Ich schwöre, das ist zum Erbrechen. Gut, also aufgrund meiner Hautfarbe kann ich leider meine Herkunft nicht verheimlichen, was ich zeitweise gern würde, weil ich mich liebend gern unter die ganzen Schwarzen mischen tat und hören tat, was die über die Weißen reden, aber was so ist. So gut zu Helikonen, noch nicht, aber ist ein Bären. So, der Hund macht das einzige Richtige. Knackt sie weg. Und ich werde mich jetzt eine Hülse hereinhauen. Ja, ich wünsche Ihnen alles einen schönen Abend. Bussi, fürs Gelingen. Alles Liebe.